Herzlich willkommen zu meiner Folge FamilyTG. Wir haben hier Besuch. Gut, ich vergesse, ich muss nicht rauskommen. Ja, ich war schon richtig gewesen. Gib Ruhe. Gibt's doch gar nicht. Also, Plan. Wir brauchen Munition, das steht fest. Das heißt, wir fahren jetzt los und holen uns entsprechend Messing. Das heißt, das nächstbeste gelegene Auto nehmen wir uns. Und, ja, genau, Auto. Dazu müssten wir eigentlich. Wir kommen nicht raus. Ungünstig jedenfalls. Müssen wir aber eigentlich vorher reparieren, ne? Zumindest im Groben, ne? Gut, das machen wir zuerst. Dann müssen die anderen Dinge mehr halten, die alten Steine. Beton haben wir hier gehabt. Und zwar habe ich jetzt fast 1000. Und wir haben Hammer dabei. Hammer, 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 Hammer. Hammer haben wir. Dann brauchen wir die Eisengitter. Die. Haben wir hier schon mal 500 gemacht? Dazu werden wir mal Messer nach oben nehmen. Wir nehmen hier nochmal Zement raus. Knapp 1000. Mal sehen, ob wir gemischt. Das dauert ja eine Zeit. Da werden wir mal sehen, dass wir ein bisschen noch repariert kriegen. 1000. Nichts machen wir schon. Gut, 1000 Zement, also 1000 Dings da. Gut, okay. Mischte. Bisschen hier Eis wir haben, kommt da noch rein. Das werden wir auch brauchen, das ist eine Herausforderung. Können wir mal angucken an der Runde hier. Stahl nehmen wir hier rein, ne? So, Eisendinger haben wir und Beton haben wir. Gut, dann können wir das mal erstmal weglegen. Dann legen wir hier rein. Der schmilzt ja nur ein, von daher ist es immer egal. Ja, gehen wir draußen und machen wir mal zu. Und zwar das Loch hier. Man hat schon mal Hammer, ne? Zu. Das geht ja nicht, dass wir uns hier dauernd hier stören. Der ist fast kaputt, aber macht nichts. Das können wir eigentlich wegklopfen. Muss sowieso weg. Das können wir noch was herstellen, was brauchen. So, 5. Aber wegstellen tue ich das später. Das ist. Von oben eine Schussbahn haben. Und das machen wir gleich zu. Beton. Schon wieder 12? Wahnsinn. Ach so, ist ja ein anderer Modus. So, das ist zu.
Das nehmen wir auch gleich weg. Stört nämlich letztendlich. Hier muss auch noch Beton weg. Kein Thema. Später. Hier wollte ich groß reparieren, aber hier gehen wir mal nicht runter. Oder können wir da raus? Können wir nicht raus. So. Hier schauen wir nach. Ja gut, wird keiner kommen, ne? Ist keiner bekommen, also lassen wir auf. Das heißt, den schläft mir da echt ein. Gehen wir unseren Moped schnappen und dann später mal hier noch zu machen. Jetzt kann man ja im Dunkel. Das heißt, die nächste Stadt, die wir kriegen können, oder Gebäude. Ja, mitten in der Wildnis. Okay, dann müssen wir hier durch. Da Richtung. Richtung. Eis und dann rechts. Hinter der Brücke. Und dann schauen wir da, ob wir da irgendwo ein Auto finden. So, kurze Pause. Päuschen in der fünften Folge. Pause Ende, es geht weiter. Ja, wir fahren los Richtung unsere Hilfslieferung, ne? Dann düsen wir hier lang. Nur ein Stückchen Schnee und dann geht es im Grün weiter. Fleisch haben wir genug, also wo ist das schon so? Lass mir in Ruhe. Da geradeaus. Da irgendwo muss es sein. Ah, da oben ist sie doch. Fast vor der Haustür. Soll den gerade gefahren lassen? Ach Mensch. Jups, haben wir. Jetzt haben wir auch wieder Munition für unser Pistolchen. Moped? Weggerollt. Wie leichtsinnig. Okay. Jetzt mal kurz schauen. Nächste bestgelegene Straße. Wir fahren wieder rechts. Dann fahren wir um die Siedlung rein. Im Grunde brauche ich eine Bibliothek, ne? Und sowas ähnliches. Tschüss. Aber im Frost haben wir zu kalt, da wollen wir nicht hin. Oder? Wir werden unsere Stadt fahren, die jetzt im Warm ist, aber hier Frost ist für mich auch nichts, ne? Das heißt, wir biegen gleich mal nach links ab. Doch richtig, ne? Jeps. Im Grunde muss es noch mehr Städte geben, aber ich weiß nicht genau. Noch heute ist zu spät. Also heute, wir müssen dringend Munition haben, deswegen ist es ganz gut, wenn wir jetzt da ein bisschen uns darum kümmern. Also wir brauchen dringend Messing. Eine Klimaanlage habe ich letztes Mal auch gesehen. Das geht auch. Hat auch die Wirkung. Aber
Hier hat lohnt sich denkt man nicht. Zu wenig. Beute. Das Gute beim Moped, wir sind doppelt so schnell wie ohne Moped. Ne? Mit Fahrrad sind wir schon schnell gewesen, aber mit Moped noch besser. Wolf oder ein Hund, lass mal links liegen. Fleisch haben wir noch zu Hause vom Bär. Ja, hier sowas wie jetzt, achso, hier, Walking. Ja, so ein Geschäft mit Bücherei und sowas hier oder Waffenladen zum Beispiel wäre auch interessant, ne? So, im ersten Haus haben wir mal gewesen, hier rechts glaube ich auch. Wir fahren mal rechts hoch. Und nehmen wir mal hier vorne das Gebäude vor. Und was sehe ich da? Ein Auto. Metall-Tollparts. Ach so. Gut, kann man mitnehmen, ne? Schraubmittel. Das ist ganz schlecht. Die hätte man das auch machen können. Dann wieder mal repariert, ne? Ja, wir haben repariert. Axt. Schaue gerade nach oben. Ja, wir hätten so einiges auslassen können, ne? Aber gut. Ist meine. Müssen wir dort nachschauen, was drin ist, ne? Rauskommen können. Kühler zum Beispiel schön. Kühler. Ja, auch Kühler macht ungefähr 50 Schuss, also genau 50 Schuss. Fly wird auch ein bisschen besser, wenn man den ein bisschen auflevelt. Kann sein. Aber zur Zeit hat noch kein Kühler gesehen. Ein Rohr, ja, Rohr haben wir auch wieder. Kühler nicht, aber Benzin, na gut. Knacken wir die Tür da vorne. Die Garage. Alarm. Wir werden mal ganz kurz ein bisschen auspacken, ne? Bevor wir rausgehen. Und Moped. Da rein Benzin, dann nur höchstens da raus. Das haben wir nicht dabei. Das kann auch raus. Auch raus. Das behalten wir. Das nehmen wir raus. Öl, das können wir vom Auto stecken. Ne? Das können wir rausnehmen. Das gehen voll, das können wir verkaufen. Wenn wir abbehalten, das wird auch garantiert gesteckt. Antibiotika. Tabletten, da reichen 10 Stück aus. Das decken wir garantiert. Das brauchen wir für mal auffüllen. Und das hier können wir hier lassen. Gut, haben wir ein bisschen Platz geschaffen. Gehen wir rein. Schönes Fundament. Habe ich auch. Also hier kann ich viel zu holen sein normalerweise. Das ist mir zu leicht.
Nö, dann gehen wir im nächsten Haus rein. Wir fahren mit noch im Keller rein. Da kein Keller, gut. Da ist ein Auto und da gehen wir jetzt rein. Der Modus, Temperatur, passt. Hier waren wir mal gewesen. Komm, einen Kühler brauchen wir. Einen Kühler. 50 Schuss. Nee, das brauchen wir nicht. Also echt verfaultes Fleisch und Papier. Ein Schießpulver. Leute, seht ihr auch? Ein Messinggriff. Mann, haben wir erschrocken. War ich hier schon mal? Ich glaube schon. Mensch, ein fertiges Punkt, da so viel oder auch wieder. Muss sein. Hier Bücher gerade. Ja. Ja, ich denke mir, hier waren schon mal gewesen. Ja, dann gehen wir raus. Das Hintervorderengang. Zum unser Moped auf. Macht ja keinen Sinn, wenn wir was. Oh, Klimaanlage. Na, kaputt. Ah, das ist gut. 100 Schuss.
Oh, habe ich geparkt? Aber wir haben ja schon was gekriegt, ne? Zwei Autos, zwei Kühler, ein Messinggriff. Ja, hier ist auch schön anzusehen. So. Ah, Messinggriff. Man muss ja heutzutage alles nehmen, ne? Wo geht's dahin, ne? Ich wollte mir erstmal leer machen. Gepäck meine ich. Zwar, was kann raus? Das kann ich verkaufen. Kennen wir schon. So, was können wir nicht? Wenn wir nicht viel finden. Stofffetzen können wir stecken. Munition haben wir noch eine. Gut, dann werden wir gleich nachladen, so oder so. Schaufel mal sehen. Benzin können wir rausnehmen wieder. Stuhl zerlegen. Ansonsten. Brauchen wir nicht gerade, ne? Gut, dann schauen wir. Die haben hier Tür versperrt. Das und das Messinggriff dran. Eine Weile bin ich auf die Kleinigkeiten froh, ich kriege. Alles gut, Messinggriff. Na, wie gesagt, wenn man nichts hat, ne? Nee, für faules Fleisch muss ich echt nicht haben. Ist mir jetzt zu. Bin darauf nicht aus, ne? Also. Was hat das zu bedeuten? Tür zugestellt. Ja, du bist ein gewaltiger Klotz, ne? Gewehr 2, 8 Schuss Munition, ein Jagdgewehr 2. Alles gut. Hier muss aber was sein, ne? Hier ist ein Messinggriff dran. Und wieder
Wieder ein paar Schuss. Zum Schweine. Ja, was zur Maschine gemacht, ne? Noch mehr Schussmunition hier. Mal gleich mal aufnehmen, ne? Das muss nur genommen werden. So wie hier. Aber hier verstärkt, hier ist verschwert und Metall. Das machen wir gleich weg. Bitte wie Profi, lauf drüber. Schauen wir oben nach. Vielleicht finden wir noch eine schöne Waffenkammer oder sowas. Wenn wir eher im Keller finden, glaube ich. Oho. Ich habe mir gedacht, dass da einer hinter versteckt ist. Weil das ist ja förmlich zu riechen gewesen. Ja, brauche ich sowas. Was willst du mir damit sagen? Das Licht geht in die Richtung. Ja, dann aufs Dach. Junger Durst. Dann gönn ihm ein. Oh, der Hintern weh. Oh. Ja, ein bisschen auffrischen, ne? Und wir gewinnen Platz. Dann können wir das mal gleich mal zerlegen. Auch zerlegen. Gut, dann mal schauen, wo wir oben kommen. Oh, Bücher. Bin enttäuscht. Jacke. Mann, Zwillinge! Oh, Grünzeug, ich dachte, was soll ich hier? Bin nicht überladen. Das nenne ich mal einen guten Fund. Die wollen länger bleiben.
Dann leicht überladen. Kommen hier raus. Apropos Messing. Mittlerweile nehme ich alles mit, ne? Und wenn es nur 10 Schuss sind. Aber wir müssen mehr sein. Hoffe ich jedenfalls. Machst du so einen Krach? So, jetzt heißt geht's in den Keller. Ich bin überladen. Ja, das wollte ich mitnehmen. Mal gucken. Kann ich ja zerlegen. Die Rohre kann ich auch zerlegen. Zerlegen wir auch. Dann landen wir hier. So, mal gucken, ob wir noch zerlegen können. Federn können wir auch zerlegen. Was ist hier? Naja, irgendwas Zeug, ne? Keine Ahnung. Essen? Stärker ein bisschen, ne? Jetzt schauen wir mal. Kommen wir her? Da. Da kommen wir. Da bin ich mir folgt. Da kommen wir nicht durch. Da kann man nicht rein. Da, da nicht, da nicht. Da kommen wir raus. Gehen wir hier runter, ne? Dose. Das haben wir schon mal geguckt. Da auch. Da nicht. Haben wir schon gehabt. Keller. Auf jeden Fall ist ein Messinggriff. Dann nehmen wir gleich. Und eine Werkbank. Habe ich euch aufgeweckt? Oh. Mann, hast du Füße. Euch verzuge. Was sagt uns das hier? Ein Fitnessgerät und schon wird hier
Ach, Bier brauchen wir nicht. Fitnessgerät und schon wird hier Steroide verabreicht. Gibt's nicht. Ja. Gut, wir haben bisher zwei Kühle. Viel Messing. Schauen wir hier nochmal nach. Aktuell ist es ruhig. Ja, aktuell, ne? Der stärkste Mann wird nicht überleben. Blei und Federn. Ja, das kriegen wir nicht zerlegt. So wenig Platz, ne? Immer, ne? Ein bisschen Munition wäre nicht schlecht. Eintopf ist gut. Bist du hier allein? Ein Soldat? Was hast du hier verloren? Hier war der Gang nach oben, ne? Ah, hier war der andere. Bin überladen. Was haben wir noch zu verlegen? Nix, ne? So, liebe Show, das soll es heute gewesen sein. Ich fahre jetzt eh zurück. Dann seid mal gleich tschüss und ciao, ciao. Man sieht denn vielleicht nächste Folge. Tschüss und danke fürs Reinschauen.